Es ist sehr erfreulich, dass der DVB Olympiaregion Seefelder Plateau sich dafür entschieden hat, die Nachhaltigkeit, den nachhaltigen Tourismus ins Zentrum, ja, als Dach ihrer Kommunikation und ihrer Strategie zu stellen. Die Region hat beste Voraussetzungen, 3 Bahnhöfe für umweltfreundliche Anreise. Sogar mit dem ICE kommt man nach Seefeld. Ein Naturpark, den Naturpark Karwendel, den größten in Tirol, hier angrenzend. Und auch solche Assets wie zum Beispiel das Heizwerk, das über 50% der Betriebe, der touristischen Betriebe in Seefeld mit Energie und Wärme versorgt. Ich glaube, das Wichtigste ist einmal, dass in Zukunft alle vom Erfolg des Tourismus partizipieren können. Die einheimische Bevölkerung, natürlich die Touristiker, aber auch die Landwirtschaft, aber natürlich auch alle, die jetzt nicht direkt mit Tourismus zu tun haben, weil es uns eigentlich um den Lebensraum Olympiaregion Seefeld geht, weil wir einfach sagen, wenn es ein toller Lebensraum ist, dann wohnen die Einheimischen gerne da, kommen die Gäste gerne und Mitarbeiter. Das ganze E-Bike-Regional- und Verkehrskonzept ist die letzten Jahre sehr positiv gewachsen. Wenn du bei uns bist, brauchst du kein Auto mehr. Du kommst immer überall zu Fuß hin. Und das sind schon mal ganz natürliche Gegebenheiten über die letzten Jahre. Und jetzt geht es darum, einen Maßnahmenplan zu erstellen. Was machen wir als Erstes, mit welcher Priorität, mit welcher Wichtigkeit? Und natürlich viel hinterfragen, weil wir haben von Veranstaltungen bis alles, was an Infrastrukturen entstanden ist, muss man sagen, wie führt man das weiter, damit es zu diesem Konzept passt. Die Verantwortlichen haben sich dazu entschieden, diese Voraussetzungen zu nutzen, auszubauen und den Beweis anzutreten, wenn man so will, dass nachhaltiger Tourismus erfolgreich sein kann, dass man ökologische Verträglichkeit, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftlichen Erfolg unter einen Hut bringt und das bei den Gästen Anklang findet. Und deswegen werden sie in den kommenden Monaten mit Unterstützung des Landes alle Betriebe, möglichst alle Bewohner hier davon überzeugen, dass das ein gutes Konzept ist und dass Seefeld und seine Nachbargemeinden eine nachhaltige Tourismusdestination der Zukunft sein werden.